Happy Fox. Du bist noch besser. Happy Fox. Kopf über. Oh, oh. Große Krabbe Pizza ist die Pizza. Ich hänge fest. Wer ist dran mit Level aussuchen? Ich möchte das Museum. Oh, du siehst dir gleich die Gewichte aus? Ja. Okay. Wir starten wie immer. Yes. Thermometer. Ich habe noch nichts mit dem lila Licht gefunden. Ich will das mitnehmen. Vier Treppen nach oben. Und dann geht's noch mal höher. Es ist sehr groß. Ach so, die gehen noch. Oh. Okay. Grundkurstüren öffnen. Ich höre jetzt schon was. Das mag. War hier nicht ein langer Raum? Ich hab's gefunden. Oh, ich sehe was leuchten. Ich öffne dich. Oh ja, lass mal schnell hier den Perso finden. Im Koffer ist nichts. Was ist für ein Gerümpel auch hier, oder? Ja, so richtig. Ist ja auch ein Museum, ne? Ja, hier liegt das Ouija-Brett. Praktisch. Hier liegt ein Feuer. Praktisch. Hier liegt ein Feuer. Hier irgendwas zu finden. Oh. Oh, scheinbar hat es in diesem Museum mal einen Brand gegeben und wir haben gerade einen Schrei der Vergangenheit gehört. Magst du Museen? Kommt drauf an, was für eins? Ja, keins, wo es spukt jetzt. Hier geht's noch höher, ist dir das aufgefallen? Der hat Licht angemacht, danke! Ich höre es wimmern. Okkultismus. Oh, das kommt von da. Sie hat rot geblinkt und drin hat es gewimmert. Ich glaube, die Tür war gerade gesperrt. Oh, ich glaube, hier ist immer das Geländer runtergefallen. Oh oh, oh oh, oh oh. Temperatur? Ah, sehr hoch. Du hast mir da eben gerade das Licht angemacht und lass es doch an. Ist man da? Es dauert ja auch Ewigkeiten. Ist wieder an. Perfekt, vielen Dank. Aber der hat Lichtschalter. Ich habe den Ausweis gefunden. Ja, geil. Oliver Jackson. Er ist 11. Ups, es war, glaube ich, ich. Da, Handabdruck. Wir haben einen Handabdruck. Cool. Oh, und es ist auch recht kühl hier drin. Danke, er hat mir das Licht angemacht. Dann ist der hier irgendwo im Flur, hm? Das Buch hier so runter hin. Ja, oder echt in der Toilette unten. Ich mach den mal hier hin. Ich finde keine gute Position für die. Ah, oh, du leuchtest nach da, dann könnte ich es hier auf die Treppe machen. Er ist durch den Bewegungsmelder gelaufen. Wie alt bist du? Da war irgendwas. Hi, du Geist. Bist du hier? Wie heißt du? Er hat immer markiert, wenn du bist du hier gesagt hast. Ne? Wie starte ich das jetzt nochmal? Mit der anderen Maustaste. Mit rechts? Ich weiß nicht, welche hast du gedrückt zum Aufnehmen und Abbrechen. Ich weiß es nicht. Wenn ich es jetzt lösche. Scheiße, ich hab's gelöscht. Olivia Jackson. Und bei der Spracherkennungssoftware wäre Oliver auch gegangen. Mm. Also er scheint nicht ins Buch zu schreiben, aber das wäre der einzige Hinweis, der gerade passt. Ja, dann machen wir der Rot. Möchtest du diesmal vorlesen? Und das Siegel? Ahmed. Ahmed? Ahmed. Ahmed. Dann malen wir mal den Ahmed auf den Boden. Olivia Jackson. Muss ich immer wieder loslassen? Irgendwo in der Nähe, wo du ein Portal geöffnet hast. Hinter dir. Wie geht das weg? Mist, ich hab keine schließen. Keine Taschen. Dass der Arsch mich immer unterbrechen muss. Olivia Jackson. Geh raus, du Dämon. Irgendwo ist schon wieder ein Portal. Wo ist es? Raus aus dem Geist aller Unreinheit. Wähle ein Ritual. War das falsch? Warum? Das war falsch. Das ist der falsche Geist. Oh, wahrscheinlich. Das hat deine Sanity auf Null gebracht jetzt. Beenden, neu starten. Ja, dann beenden. Mist. Hier steht gar nicht, was es war, oder? Oh doch, Shirio, EMF, Antwort Geisterbox. Dann hatten wir eine falsche Antwort. Mhm. Aber er ist durch den Bewegungsmelder, ja. Ja. Aber du hast doch auch einen Handabdruck gesehen, dachte ich. Ja, du hast ihn auch gesehen. Ich habe ihn dir gezeigt im Badezimmer.
Okay, das gleiche Haus nochmal. Meinst du, der Sicherungskasten ist am selben Ort? Boah, ich gucke. Wie, ja? Der hängt da. Ach so, da hinter der Tür. Ich hab den Perso gefunden. Sehr gut. Gucken wir doch mal ins Klo. Hier. Was denn? Stell dir mal vor, da sitzt einfach so ein Geist auf der Toilette und dann. Kackt. Oh, tut mir leid, tut mir leid. Okay, ich geh wieder raus. Brauchen Sie Toilettenpapier? Die scheißen in die Gläser rein und stecken die dann in die Toiletten, um die zu verstopfen. Und die greift halt mit ihrem Arm da rein und holt das alles raus, ne? Da denke ich mir so, ey, du könntest viel mehr Geld dafür verlangen. Und dann regen sich die Leute wegen diesen 50 Cent oder 1 Euro auf. Müsste man sich halt immer mal... Ich glaube, hier ist der Gast gestorben. Ja, da will man im ersten Moment meinen Klo raus, so ein einfacher Job eigentlich, oder? Weil du nur rumsitzt und Leute kacken lässt. Ja. Du bist dann ja auch für die ganze Scheiße verantwortlich, die hinterlassen werden. Vor allem ja. So Dixi-Klo, das wird ja nicht einfach weggespült. Du hast dann ja wirklich die Kacke und sitzt quasi auf der Kacke. Ob das jetzt ihr gehört oder... Oh, ich hab einen Handabdruck. Cool. Eindeutig, ja. Ja. Haben wir das Tor kaputt gefahren? Können wir kein Auto fahren? Ich glaube, wir können kein Auto fahren. Ich glaube, die Praktikantin ist gefahren. Bist du hier? Hi, Guys. Bist du hier? Wie heißt du? Wie alt bist du? Ich habe wieder drei Dinger. Und ich habe schon wieder vergessen, mit was ich es lösche. Wie alt bist du? Oh, ich habe einen Geister. Hi, ich hab eins. Aber ich hab erst, was gefunden. Als du es dir angehört hast, kam das Geister-Logo. Ja. Oh. Und ich habe es auch in der Aufnahme gehört. Cool. Also, wir haben jetzt was Neues. Wir haben Diktiergerät, ja, und wir haben Spuren von Ektoplasma. Es ist nichts von alledem. Ja, dann checken. Geisterorb, Infrarotbewegungsmelder. Ich weiß ja nicht mal, wie die Orbs aussehen. Sind es nur so kleine Fussel wie in Phasmophobia? Ich verstehe das nicht. Oh! Ja, einfach mal ausprobieren, die zwei Sachen. Ja, bin dabei. Okay, cool. Was war das? Kannst du es dann mit mir teilen? Geisterorb und Infrarotbewegungssender. Nee. Okay, dann wird das wahrscheinlich der sein. Astaloa, wir brauchen 3 Ritualkerzen, 1 Rune von Otala. Okay, wieder aufpassen, vielleicht öffnet er wieder was. Scheiße, wie heißt der? Christopher Johnson. Christopher Johnson. Christopher Johnson, Gott befehligt dich. Fürchte die Kirche Gottes. Wir beten zu Gott. Christopher Johnson? Wie fragend. Der ist schon... Oh, das ging. Der wollte befreit werden. Ja. Ach so, hin. Dann beenden wir. Sehr spät. Viertel nach null. Okay. Okay. Wir beide gehen jetzt in den Changing Room. Und vögeln. Psst, das darf doch keiner wissen.